Willkommen zurück bei Quantum Break in Akt 4. Die geheime Geschichte des Zeitreisens. You took the one thing Mr. Serene needed to survive. Dr. Amaral. That made you priority one. Yeah, they made that clear. Monarch lined every escape route with barricades, roadblocks. I had to get to the mainland, but I couldn't do it by car. Needed a new plan. All right, let's go. Beth, I think I'm gonna need a ride. The streets are too hot. All right, where do you want me? I'll let you know as soon as I find some higher ground and get a good look at the situation on the bridge. I think it might be a no-go. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Quantum Break mit mir, dem J-Mo, und mit Jack Joyce. Ich bin wieder aus dem Urlaub jetzt definitiv. Ich war schon etwas länger wieder hier. Konnte allerdings nichts aufnehmen oder irgendwas online stellen. Ich hatte eigentlich ein bisschen was vorproduziert. Hab's aber, wie gesagt, vorher nicht geschafft. Deswegen sind wir jetzt hier. Ich hatte das vorhin ganz kurz angespielt schon. Dann habe ich festgestellt, dass es auf normal war. Jetzt muss ich es nochmal neu starten. Deswegen fehlen zwei Chronons, die ich euch aber gleich zeigen werde, wo die sind. Kein Problem. Letztes Mal hatte ich ja dann auch noch einen Chronon vergessen. Habe das jetzt offline geholt bei der Monarch-Gala. Da waren wir letztes Mal mit Jack Joyce, als er das coole Auto gestohlen hat. Genau, und das war kurz bevor man Dr. Amaral erreicht, gibt es ja diesen Steg, da muss man langlaufen, dann kann man das schnappen. Ansonsten haben wir uns natürlich für Amaral entschieden, nicht für Hatch. Und haben den festgenommen jetzt letztes Mal und hatten natürlich auch das Live-Action-Serie dann gesehen. Und ja, jetzt sind wir hier in dieser Gasse, die mich so ein bisschen an Max Payne irgendwie erinnert. Ich glaube, Max Payne ist tatsächlich auch eins meiner ersten Spiele, die ich mir für den PC gekauft habe. Entweder das oder Hitman. Das erste damals. Und hier wäre jetzt ein Chronon gewesen. Das habe ich schon eingesammelt. Und das andere Chronon, was ich auch eingesammelt habe. It's a lot of Monarch. I don't know. Maybe you could sneak across? Well, maybe. Or I could pick you up. Let me know. I'm pretty exposed out here, so try to make it fast. I'll be a lot better when you get me on that boat. Monarch's right on my ass. I'm not exactly making friends out here. That was Dr. Amaral. Ich habe keine Waffe. Stop kicking and screaming. How long do you need to get here? That depends. Let me check. Ja, wir müssen noch schauen. Hier wäre das andere Chronon gewesen. Wenn man hier aufs Dach steigt, genau. Ja, Max Payne übrigens jetzt hier auch 30 Jahre alt geworden, glaube ich, letztens. Ist das vielleicht sogar Max Payne? Inside, before the chopper spots me. Oh, Lobster. Was ich ja mag bei Remedy ist so die Liebe fürs Detail. Die haben ja so viele kleine Details immer drin. Ist schon ganz cool. Wer soll das hier sein? Still there? Yeah, just looking for a viewpoint. Das sind nicht wir. Oh, das könnte Paul Serene sein vielleicht? Irgendwie, ja doch, ein bisschen sieht es aus wie Paul Serene. So, nichtsdestotrotz, da wir ja die zwei Sachen eingesammelt haben, können wir jetzt, glaube ich, auch ein Upgrade noch holen. Das mache ich noch schnell fix. Ich bleibe jetzt beim Zeitschild. Das benutzen wir jetzt dann doch etwas mehr. Na, kaufen. So, während der Zeitschild aktiv ist, verlangsamt sich die Zeit um Jack herum noch stärker. Jo, das ist ganz cool. Dann wollte ich nur gucken. Sammelobjekte, genau. Dass wir das hier nichts verpassen. Noch sind wir relativ gut auf dem Weg. Hier ist auch nicht so viel. Das ist das Einzige, wo ich ein bisschen tatsächlich immer raus bin. Ich hoffe, wir haben nicht wieder so viel leseintensives Zeug. Ich habe gar nicht richtig gecheckt, ob es hier noch irgendwas war. Scheinbar nicht. Wir beeilen uns mal, bevor der Heli uns sieht. Deswegen, hier ist ja nichts mehr. Scheinbar zumindest gehen wir mal rein. Aha. Wir werden natürlich gesucht. Wir sind ja prominent. Da haben wir ein Video. Wie geil. Handlungsobjekte gefunden. Eine Folge. Wie heißt das nochmal? So, we don't know where he is. We can't find him. So we need to look into a, you know, a, Knightsbricks. A replacement. Night Springs.
all ponies are made of butter in Night Springs. There is all those lots of the Gratzu things happening in Gitu of Niget Springs. Thank you. All ponies are made of butter in Night Springs. We know the old dance, the fortunate and the destitute. The haves and the have-nots. Those who dine at the table and those who starve in the street. But the tables can be over... But the tables can be turned. The gluttonous consumer may find himself the consumable resource. Do that again. And yet, that is the fate that awaits you in Night Fringe. Night Springs. Night Cringe. Springs. Bright Blings. Night Spring. Fright Winge. Jesus. We know the old dance. The fortunate and the destitute. The haves and the have-nots. Those who dine at the table and those who starve in the street, but the tables can be turned. The gluttonous consumer may find himself the consumable resource in Night Springs. Right Things. Right Things. Der Sprecher ist verschwunden, oder was? Funny. Kind of funny. Isn't it funny? This feeling inside me. Und da müssen wir gleich runter. Oh oh. Da ist die Brücke. Still have no visual on Joyce or Wilder. Doing another sweep. Geh noch nicht raus, Jung. I can't stay here long, Jack. You're gonna need to be quick. Yeah, about that. Bad news? Reoccurring theme of the night. I'm looking at the bridge right now. If I go anywhere near that thing, there's gonna be innocent people caught in the crossfire. All right. Any bright ideas? Thanks for your patience, folks. We'll have you on your way again soon. Na ja, time freeze oder so. Let me see. There's a pier under the bridge. You should be able to meet me there with the boat. Giant gas sign out front. Can't miss it. It's nice and bright for Monarch to see. There's not a lot of options. Switching to Monarch frequencies. Be in touch soon. I'll be there in a few minutes. Don't stand me up. Versetz mich nicht. Ich werde wahrscheinlich gar nicht da sein. Gib dich zu einer Anlegestelle. Okay. How are we getting down there? Where's the fire pole? Where is the fire pole? Cool. Da war mal eine Uhr drin, nehme ich mal an. Deswegen ist da jetzt gerade nichts. Und was haben wir hier? Auch noch ein Radio. For those of you just tuning in, the manhunt continues as authorities search for Jack Joyce, the suspect in last night's university terror attack. Joyce may also have been involved in a firefight at the Monarch Mansion on Gull Island approximately 30 minutes ago. On the line, we have Ken Bukowski, a bridge operator for the Port Donnelly Bridge. Ken, what can you tell us about the situation out there? Hey, I just want to give a shout out to my little guy. Hey, Ben, hope you're listening. Isn't it past his bedtime? He'll be up reading those Hunger Games books if I know him. But, yeah, I'm just out here in the control booth overlooking the bridge. Monarch's got a roadblock set up, checking all the cars as they go through. It's all very well organized. I got a nice young fellow from Monarch up here, Darren, doing some kind of lookout from above. He's not a coffee drinker, so there must be something wrong with him. No, but we're in good hands, even though it's not cops at the roadblock. Yes, Ken, Monarch is working to assist the police in the hunt for Jack Joyce. I know some people have asked, does Monarch have the authority to do this? Yeah. Well, my question is, if not Monarch, then who?
I think we need to recognize that we are currently in a state of crisis. Why isn't Joyce behind bars? If the police are overwhelmed, then I say we take all the help we can get. Monarch is the only thing keeping this city safe. Am I right, Ken? I guess that makes sense. You bet it does. I suggest we stop asking why they're helping us and start helping them. But that's just me. We're opening the lines for your thoughts, Riverport, right after this. Tja. So viel zum Thema Konzernschergen, ne? Genau das ist es nämlich. Das ist eine konzerninterne Sicherheitstruppe, die hier quasi das, regulieren tun sie das nicht zwangsweise, aber die unterstehen irgendwie der Polizei oder helfen denen, aber die behalten ja trotzdem dabei die Kontrolle. Und das ist bedenklich, das ist tatsächlich bedenklich. Excuse me, sir. We're helping the police, looking for a terrorist. Have you seen anything out of the ordinary? Is that the guy who blew up the library? James Joyce? Jack Joyce, yeah. James Joyce. Anything out of the ordinary? Well, I mean, there's a sports car parked on the streets back there. It's kind of wrecked. It's a little unusual. Please, show me where. Right now. Oh, damn it. Better hurry. Es war ein bisschen... Na okay, er hat es dort geparkt. Er hätte es ja andersweitig liegen lassen können. So, hier ist nichts mehr. Ich bin sehr gründlich, deswegen bin ich langsam. Oh oh. Ich hoffe, ich muss nicht gleich raus. Oder ich hoffe, dass es gleich noch hier ist. Ah, das hilft, glaube ich. Nein, doch nicht. Ah, doch, das hilft. Du Kronon, kommst mit mir. Nice. Begib dich zur Anlegestelle. Ich wollte eigentlich gucken, Sammelobjekte, wir sind ja hier schon fast, fast fertig. Hm? Es kommt jetzt ein Abschnitt und dann kommen wieder welche. So, was wollte ich? Ich wollte aber eigentlich gucken, wie viel, was das nächste ist. Der Zeitschild dauert länger an und hat einen größeren Radius. Ja, und... Jack Joyce. Thanks for your continued patience. Please talk to one of our security personnel if you have anything to report. Okay, wir gehen ins Red Lobster. Ich sehe es schon kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ungesehen bleiben. Somebody's sneaking around down there. Hey! I think that's Jack Joyce! Ah, vielen Dank. Ich wollte gerade sagen, wo sind denn unsere Waffen hin? Da sind unsere Waffen. Oh, nice shot. Ich mag die Waffe. Die ist effektiv. Und es gibt nichts Schöneres als Effektivität. Ja. Oh, das können wir auch. Lustig. War mir nicht sicher, ob wir das hinkriegen, aber ja. Das geht. Das ist immer so krass, wie die quasi so in der Zeit komplett wegfrieren. Und dann so rumschweben. Beeindruckend, finde ich. Das ist schon cool. Okay, da sind noch mehr Sachen. Da weiß man immer nicht, wo man hin soll.
Lustig, dass die da dagegen gar nichts machen können. Komm, time freeze. My plan to meet Beth went out the window as soon as the stutter hit. Her boat couldn't get to you. No, but it gave me an opportunity to climb up on the bridge and cross it. Slip right past Monarch, or less undetected. Ich will eigentlich die ganzen Leute gar nicht umlegen, weil... I should get up on that bridge and make my way across it before this stutter ends. Ne, weil sonst haben wir das Problem. Uncle Stu's Lobster Shack. Okay. Dass wir vielleicht auch unschuldige Leute einfach kalt machen. Das wollen wir ja eigentlich nicht. Also wir müssen hier rüber. Sehe ich gerade. Da ist ja die Leiter. Nicht mit der Schulter, immer mit dem Fuß. Sonst kann man sich ziemlich gut die Schulter verletzen. Ah ja. Es lohnt immer einen Blick nach hinten zu werfen, weil hier die Korn uns immer irgendwie verteilt sind. Haben wir noch eins aufgesammelt. Das heißt... Was? Wir haben eins schon übersehen? Oh nee. Nee, 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 nee. Können wir nochmal zurück? Natürlich nicht. Es ist so typisch. Es ist so typisch. Ich bin doch hier überall lang gelaufen. Verdammt nochmal. So, ich habe mal kurz zurückgesetzt, weil ich mich geärgert habe, dass ich den hier nicht sehe, aber vielleicht kommt der nochmal woanders oder, naja. Ich werde es mir dann nochmal anschauen. Versprochen. Aber ich kann halt leider nicht die ganze Zeit immer wieder zurückgehen. Also kann ich schon, würde ich auch gerne machen. Aber leider ist das dann zu zeitintensiv. Deswegen gehen wir mal weiter hier über diese komische Brücke. Dabei habe ich doch extra mein, hier, wie heißt das, Gespür eigentlich, dachte ich, verbessert. Aber jetzt können wir halt doch nicht so weit gucken, wie ich gerne würde. Die Dinger sehen, ach, das sind Lampen. Ist der Zeitfreeze vorbei? Ja, nee, doch nicht. Ich dachte schon. Ne, wir können ja auch nicht weiter. Es wäre voll einfach, jetzt einfach den Gleisen zu folgen, statt hier die Brücke hochzugehen. Und zu hoffen, dass hier alles gefreezed bleibt. The scene on the bridge was unreal. They weren't cops. They had no authority to do this. But the Monarch PR machine had done its job. Here they were, the heroes protecting everybody. And you were the terrorist. Yeah. Mhm. Das ist krass. Und wir können uns hier so frei bewegen. Schwarzes Brett von Monarch. Haben Sie diese beiden gesehen? Charlie Wincott und Fiona Miller. Gesucht in Verbindung mit den kürzlich stattgefundenen Terroranschlägen. Sprechen Sie sie nicht an. Wenn Sie Informationen zu Ihrem Aufenthaltsort haben, kontaktieren Sie bitte Monarch. Ja, der eine wurde zwar entführt, aber okay. Tja, machen. This is going on Facebook right now. Krass. Listen, if you see him, don't try to approach him. Just call the number, okay? Fahndungsfoto von Jack Joyce. Gesucht, Jack It's Joyce. Even worse than my passport picture. Person ist bewaffnet und äußerst gefährlich. Just location, folks. Just making sure everybody's safe. Okay. Update zu Monarchs Einsatzbefehl, Martin Hatch. Neue Befehle für den Außeneinsatz, Martin Hatch. Alle Einsatzkräfte werden darauf hingewiesen, dass Martin Hatch nun als kompromittiert Alle Einsatzkräfte werden darauf hingewiesen, dass Martin Hatch nun als kompromittiert eingestuft wird. All seine Befehle und Anweisungen, neu oder bereits bestehend, wurden als ungültig erklärt und widerrufen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten, falls Sie weitere Informationen benötigen. Hatch ist für die Zerstörung wichtiger medizinischer Vorräte verantwortlich, an dem Tod einer Vielzahl von Monarch-Mitarbeitern beteiligt und arbeitet möglicherweise mit Jack Joyce zusammen. Ja, natürlich. Die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen, aber Martin Hatch muss gefangen genommen werden und unter Einsatz maximaler Gewalt, falls notwendig. Falls er nicht gefangen genommen werden kann, sollte er als ein hochrangiges Ziel angesehen werden, das unter keinen Umständen entkommen darf. Gehen Sie kein Risiko ein. Er wird als äußerst gefährlich eingestuft.
Jo, das ist er. Aber mir hat das Glück, ist das das, was wir eigentlich suchen und nicht das andere. So, wir schauen. Entweder wir haben es oder wir haben es nicht. Ich glaube, wir haben es nicht, aber pff, mal schauen. 90%. Nee, doch, das war das. Oh, und ich bin nach hinten gereist. Ah. Oh, das hat mich aber erschreckt. Wir haben noch eine Sache, noch eine Kronenquelle, wenn ich es richtig sehe. Dann haben wir alles. Ich finde es aber krass. Ich mag das aber hier übrigens. Ist richtig cool, dieser Zeitfreeze. Das ist quasi Max Payne nochmal extremer. Da ist sogar der Hubschrauber. Und ich glaube, wir werden gleich Probleme kriegen, sobald wir hier durch sind. Na, hier ist nichts irgendwie für uns reserviert? Nee. Tja. Oh nein, ein Juggernaut. Das wird Probleme geben. Oh Mann! Oh Gott! Wir müssen echt aufpassen. Gott, das Ding wird doch gleich explodieren, oder nicht? Zwar erwischt, aber der ist echt schwer kalt zu machen. Wir brauchen die andere Waffe eigentlich. Immer noch nicht die Waffe, die ich eigentlich haben wollte. So. Okay. Versuchen wir es gleich nochmal. Ah, das ist echt tricky hier. Mann!
Wir kommen nicht an den ran. Wir müssen da echt irgendwas... Ich glaube, ich muss mal ein bisschen warten, bis wir genug... Wuschkraft haben. Sonst schaffe ich das einfach nicht. Jetzt laufen wir die ganze Zeit nur an ihm herum. Jetzt. Komm. Okay, good. That's cool. Just gotta make it across this damn bridge and I'll be clear. So, jetzt brauchen wir die Waffe auf jeden Fall wieder. So, und den Rucksack. Okay. Alrighty, das hat ein bisschen gedauert, sorry. Diesbezüglich. Ich hätte einfach ein bisschen warten müssen, bis ich genug Wuschen habe. Ne, nicht Wuschen, sondern das andere, wo man schnell rennt. Ich habe vergessen, wie das heißt. Und hier war jetzt nichts, ne? Na dann. Gehen wir mal weiter. Ich dachte, wir haben das ja eigentlich hier schon angeschaut. Ich hoffe, das war's jetzt nicht. Das ist eine Sache, die ich nicht so gerne machen würde, tatsächlich. Irgendwo hochklettern. Ist nicht meins. Ganz und gar nicht meins. Und da haben wir den letzten Kronon. Zack. Wir sind komplett. Oh, ich hab Bammel. Ich hab Bammel vor dieser Brücke. Okay. Okay. Oh nein, und genau jetzt wird die Zeit wieder hergestellt. Warum fährt denn das Ding auch einfach weiter? Was ist denn da los? Wer macht denn das? Warum? Ganz ehrlich, warum? Wo sind wir zum Teufel? Sieht cool aus, aber was zum Teufel geht hier los? Vor sich. Hä? Wie hängen wir denn da fest? Oh nein, nicht wieder so ein Ding. Oh no. This is so bad. Oh ja. I knew I'd be dead if the stutter collapsed while I was in the frozen crash. I had to reach solid ground and the deck of the cargo ship was my best bet. Just had to find a way down. Oh man, das ist so wie das andere davor. Das ist schon... Wow! Jeez, ey. Wir stehen hier auch die ganze Zeit nur zwischen Unfällen, ne? Es gibt einen langsameren. Der ist doch schneller und jetzt. Frozen Crash was a mess. Somehow I had to find my way across. Hope for the best. Alter Schalter. Das ist schon übel. Wenn es so zut macht, müssen wir rüber. Haben wir es zu früh gemacht? Boah. Und nun? Können wir hier rauf? Dran vorbei? Nein. Ich bin mir nicht sicher, wo wir hin müssen.
Oh, okay. I kept heading downwards, towards the cargo ship. Okay. Hier müssen wir weiter. Es ist aber auf jeden Fall ein richtig cooler Effekt. So, an sich. Es macht schon was her. The route down wasn't exactly user-friendly. The fracture was getting much worse. Timeline's getting scrambled. Ah, verdammt, sorry. Nicht gesehen, dass das Auto da hoch und runter geht. Oh, ich hoffe, wir müssen nicht alles von vorne machen. Das wäre echt. Ah, okay. Von hier. Da habe ich nicht ganz aufgepasst, leider, sorry. I kept heading downwards, towards the cargo ship. Normalerweise sind die Dinger ja gar nicht so wild. Aber das Auto habe ich gerade ganz vergessen. Stütze herunter. The route down wasn't exactly user-friendly. The fracture was getting much worse. Timelines getting scrambled. Caught in violent loops, off sync. Crashing into each other. This was what the end of time would look like. Everything was broken. In chaos. Frozen. So. Geschafft. And no one would know. Ja, das ist das Üble daran. Niemand würde das überhaupt merken, dass das eben okay. So ist. Nice boat. Hold still. Oh, nein. Come on. Sind wir endlich mal unten? Na, springt jetzt endlich mal ins Wasser. Wie gesagt, vielleicht hätte er das von Anfang an. Fraction was escalating. Objects were moving out of time, out of order, entire timelines overlapping. And it was gonna get worse, unless we could stop it.